Hallo liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier und anlässlich, dass die Alola-Pokémon jetzt kommen, beziehungsweise morgen für euch, wenn ihr das Video seht, heute. Und es sind einige coole Alola-Pokémon dabei und um die zu ehren, habe ich ein Team mal mit Alola, nur mit Alola-Pokémon genommen. Alola Winona, Alola Slimog und Alola Knogger. Ja, wollen wir loslegen in der Superliga. Ich bin mal gespannt, wie die neuen Alola-Pokémon werden. Ob die richtig gut werden oder so. Ja, bin ich gespannt. Gerade auf Wolverock und Grandiras. Die Führung ist übrigens super. Ja, du brauchst Erdbeben. Ich werde hier nicht chillen. Oder hätte ich chillen sollen? Nö. Weil ich habe ja noch eine Antwort. Gegen Militales. Noch eine. Sogar noch eine. Ah, vielleicht eine viel bessere nicht. Aber ja. So. Oh, ja, genau deswegen. Ja, deswegen ist, glaube ich, mein Team gar nicht so gut. Ja, ich opfere meinen Slimog erstmal. Wobei, Slimog ist gar nicht mal so schlecht wegen Finsteraura und so, ne? Blitzkanone kommt, tut auch weh. So, Finsteraura kommt. Sehr schön, ich habe eine Finsteraura bereit. Hier werde ich nichts schilden. Ich werde auf zwei Schattenknochen aufbauen. Eigentlich sollte ich das jetzt nicht mehr verlieren, oder? Ja, Psychokinese tut schon etwas weh. Ich denke mal nicht, dass du jetzt schilden wirst. Genau. Ich setze gleich die Attacke ein. Perfekt. Okay, Knogger gewinnt anscheinend den Ladetankenleerstand. Interessant. Oh, ich muss schilden. Ich muss leider schilden. Ah, Mist. Jetzt geht's auf Fokusstoß oder was? Nicht mit mir, mein Freund. So, noch ein Schattenknochen habe ich ready. Du musst eigentlich schilden. Ja, okay, du siehst ein, dass du verloren hast. Okay. Ich hätte eh jetzt zwei Schattenknochen und ich habe noch eine Finsteraura ready. Okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Das Team kommt eigentlich auch echt gut gegen Registeel an. Dank Alola Knogger. Oh, falsches Team. Mal sehen, ob die nächste Führung auch so klasse wird. Kommt mit euren Altarias und Kampf-Pokémon vorne. Das wäre echt super. Aha. Oh, ich hätte ein Dings gemusst, ne? Ach, Nidoqueen, ja, Nidoqueen ist nervig. Ja, da muss ich hier die Schilde reinbuttern wahrscheinlich, ne? Ah, du schüttest eh sofort. Ich hab nochmal ausgeholt, perfekt. Gehst du gleich auf Erdkräfte? Nein, war klar. Das war doch klar.
Du schüttest nochmal, perfekt. Schüttel nochmal. Ah, die Köder bringen die aber auch nicht viel, ne? Die Köder bringen ja eigentlich gar nicht viel. So, Schattenknochen kommt jetzt. Ah, du erlebst das, okay. So, jetzt mache ich hier den Schattenknochen. Gehe jetzt aber rüber. Ja. Ja, Nidoqueen wird noch nervig, aber eigentlich sollte das gut gewinnbar sein hier. So, wie viel macht ein Finsterer? Ja, macht passablen Schaden. Das kann von mir aus auch Steigerungstrieb sein. Ja, von mir aus. Komm ja. Eh wahrscheinlich nochmal zur Finsterer, oder? Ja. Ja, dann ist das definitiv gewonnen. Oh, sogar Nidoqueen ist gar nicht so ein Problem für dieses Team hier. Ja, das ist egal. Ja, das ist mir egal. Ich gehe hier erstmal rein. Okay, ja, das kannst du nicht mehr gewinnen. Schade, dass du nicht einen Giftzahn hattest und auf Knocker gemacht hattest. Aber ja, ist nicht schlimm. Okay, das Team funktioniert viel besser, als ich gedacht hatte, ne? Okay, ich muss auch sagen, ich hatte auch gute Führung. Muss ich zugeben, ich kann auch echt schlechte Führung haben. Wobei, die zweite Führung habe ich doch verloren. Die zweite habe ich doch verloren, oder? Moment, ich überlege gerade, was vorne war. Ich habe das Pokémon, was vorne war, völlig vergessen. Aber ein Pokémon könnte echt hier problematisch werden und das wäre Galaflunschig, Irokex nicht. Ja, ich muss hier rein. Muss hier rein. Nichts schilden. Ah. Okay, du hast die Verteidigungssenkung. Schade. Ja, ich werde hier nicht schilden. Wie kannst du eine Attacke rauskriegen, wenn ich. Ja, ich hinterfrage nichts mehr. Lohnt. Ja, ich schütt mal nicht. Ja, ich überlebe das leider nicht. Die Attacke schaffst du jedenfalls nicht mehr. Oh, ich hätte Meteorologe vielleicht einsetzen sollen, aber dann werde ich hier doppelt schön. Okay, das ist nur der Giftzahn. Okay. Okay. Stimmt, du warst vorhin ein bisschen länger drin, ne? Du wirst bestimmt wissen, dass ich hier vielleicht Feuersturm habe. Nein, du weißt es nicht, okay. Mein Freund, ich könnte Feuersturm haben. Ja. Ja, du musst nicht schön. Hm.
Ah, ich brauche aber die Senkung wahrscheinlich. Ja, das ist. Der Kampf ist jetzt verloren. Da werde ich nicht mehr viel machen können. Und ich verstehe nicht, wie der Gegner eine Attacke noch zwischenkriegen kann. Ja. Giftzahn kommt jetzt und der wird schon fast ausreichen. Obwohl ich den resistiere, dann kannst du mich runterfarmen, ja. Ja, schade. Hätte ich gegen Irokex den Feuersturm gelandet, dann hätte ich nicht chillen müssen. Gut, dass der Gegner den Feuersturm nicht respektiert. Er wäre weg gewesen. Ja gut, dann gehe ich aber nächstes Mal auf Feuersturm. Habe ich nichts gegen. So, Winona gegen. Das ist doofe Winona. Okay, du gewinnst den Ladeattackenleistand. Das feiere ich jetzt nicht so. Aber ich muss auch sagen, ich bin in das falsche Pokémon reingegangen. So. Jetzt wirst du doch einen Shit nehmen, ne? Ja, sag ich. Ja. Mach mal. Und ich glaube, ich werde in Slimog gehen. Ja, ich denke, ich gehe in Slimog. Ich hoffe, dass nicht, dass es eine Rückkehr ist. Nein. So, was kommt rein? Du gehst freiwillig mit Apokolyp rein. Okay. Jetzt hier rein. Ja, ich hoffe, ich überlebe's. Brauche mein Schild für Dings. Okay, ich überlebe es nicht. Okay, ja, du wirst mich outspeeden. Und du machst so viel Schaden. Mist. Mist, 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 Mist. Das wirst du jetzt schön natürlich schlauerweise. Was? Okay. Schön, dass ich aushole. Eigentlich hätte ich ausholen müssen. Aber okay, danke. Achso, das Eisstrahl, okay. Ja, dann kein Wunder, dass du da jetzt nicht geschildert hast. Ich hätte eigentlich mit Blubstrahl gerechnet, weil sie meistens Blubstrahl spielen. Aber ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Den Sieg gebe ich dir. Ja, ist schwierig. Ja, okay, die Führung habe ich halt knallhart verloren. Diesmal. So, Deoxys ist in der Superliga. Mal gucken, wie da das Matchup ist. Du bleibst auf jeden Fall drin.
Du führst. Dann gehe ich ins Slimog. Und werde nicht schön. Ja. Okay, Wallreiser. Interessant. Gehen wir hier einfach auf die dicke Attacke schon mal. Die wird wahrscheinlich nicht schön, ne? Ja. Ja, da ich ausgeholt habe, bin ich geneigt schön. Okay, das war ein guter Schritt. Dann kann ich mir sogar ein bisschen extra Energie leisten. Ne, den schütte ich jetzt nicht. Das kann jetzt kein Erdbeben mehr sein. Oh, okay. Das überlebe ich gar nicht. Gut zu wissen. Ja, okay, es ist Superliga, ne? Ah, ich glaube, ich brauche wohl nur noch. Habe ich so ein Gefühl. Geh mal hier mal raus. Ja, okay. Ah, was mache ich denn da? Warum setze ich nicht gleich ein? Ja, ich hätte gleich einsetzen sollen. Ah, das war doof. Der wird bestimmt jetzt reichen. Ja, natürlich reicht er. Ah, ich hätte den Schattenknochen sofort einsetzen müssen. Jetzt kannst du auch einfach schilden. Genau. Ja, das habe ich gerade selber vergeigt. Ich habe mir schon gedacht, dass du irgendwas Schwaches hinten hast. Was gegen mich quasi schwach ist. So, wir haben jetzt einen neuen Tag schon. Das heißt, die Sets starten jetzt quasi wieder von neu. Deswegen machen wir nochmal ein Set mit dem Team. Das war jetzt quasi gerade mein eigener dummer Fehler. Das hätte ich halt noch gewinnen können. Und der Xenia. Diesmal gehe ich hier rein. Oh, mir fällt gerade ein, das Team ist auch ultra schlecht gegen Boltros, ne? Das Team ist auch ultra schlecht gegen Boltros. Aber ich glaube, du hast kein Boltros. Ja, ich lasse Slimog drauf gehen auf jeden Fall. Ah, du kannst runterfahren. Ja, ich werde nicht schön. Ich werde hier nicht schön. Weil es eh nur der Eisspeer ist. So, wir gehen sofort rüber, instant. Oh, du hast einen Boltros. Nein. Hättest nicht gegen Slimog mit Boltros reinkommen können? Okay, aber war klar, dass ich irgendwann auf das Vieh hier treffe. Ja, ich muss auf Feuersturm gehen, auf die dicke Attacke. Bitte schilder das nicht. Ja, aber das kann ich nicht mehr gewinnen. Ich muss das schilden. Ah, das 10 ja wird zu viel Schaden machen, ne? Ja, das
Machen wir uns nicht vor, Satzini hat eine Attacke. Laubklingel und ich bin weg. Aber das Boltros wäre noch weg gewesen. Das Boltros wäre weg gewesen. Ja, doch knapper als ich gedacht habe. Hätte ich das gewusst, dann wäre ich doch ins Slimog gegangen. Knogger, um das Boltros rauszulocken. Ich glaube, Slimog macht ein bisschen mehr gegen Boltros als die anderen beiden. Ja, das ist mit dem Team halt nicht leicht gegen Boltros. Boltros ist wirklich die größte Schwäche, würde ich sagen, für dieses Team hier. Grifeldes ist eine schöne Führung. Na, ich hier rüber. Ja, wir holen nochmal aus. Ich spiele übrigens Slamok lieber mit Standpauke. So. Ja, du kriegst Blubber unter, das ist aber nicht schlimm. Finsteraura sollte trotzdem gut Schaden machen. Ja. Ja, da ich jetzt noch ein Ding kassiere, kann ich in der Regel auch runterfahren. Oh, kann ich nicht. Jetzt muss ich einsetzen. Nervig. Echt nervig. Ja, du machst einen Blubstrahl mit einem Blubber. Okay. Genau mein Humor. Hallo. Was ist denn jetzt hier los? Ich wollte gerade sagen. Ah, bitte Quiddere. Ja, danke. Danke, dass du kürdest. Ja, ich muss schön. Ja, Erdkräfte war klar. Okay, du gibst auf. Oh, ja, okay, ich hätte dich outspeedet. Aber ja. Aber das war eben echt komisch. Ich bin in Vulnona reingekommen irgendwie, obwohl ich eigentlich auf Knogger gedrückt habe. Aber okay, ja, okay. Nehmen wir. Aber ich freue mich auf dieses, sag ich mal, auf die 3 Monate neue Alola-Pokémon. Kaporiki, das neue legendäre Pokémon. In den Raids ab morgen. Hat auch gute Attacken, habe ich gesehen. Ich habe sogar schon eins hier in der Kampfliga bekommen. Sogar 2 Stück schon. Und das kann auch Tackle Voltwechsel. Voltwechsel ist eine super Attacke. Ich gehe hier rein. Registeel ist in Ordnung. Registeel ist vollkommen in Ordnung. Ja, das kann Voltwechsel, Tackle. Natürlich nimmt man dann Voltwechsel. Und das andere wäre halt.
Was echt nice ist an Attacken. Es kann Donnerblitz, Donner, Sturzflug kann es und Zauberschein. Ich denke mal, man nimmt dann am ehesten Sturzflug und Zauberstein. Schein, würde ich sagen. Zauberstein. Komme ich auf Zauberstein? Wie komme ich auf Zauberstein? Ja, du kannst mich nicht runterfarmen, ne? Runterfarmen ist dir eigentlich nicht möglich. Okay, das ist der Fokusstoß, ja? Der braucht auch viel Energie. Oh, diese Zielschüsse, ne? Die nerven. Vom Klang her, ne? Okay, perfekt. Ja, du kannst hier runterfahren, das ist mir aber egal. Ich habe ja noch einen Konter gegen dich. Muss ich durchlassen. Erstmal. Tut schon weh, ja. Okay, die nächste muss ich schon schilden. Die nächste, genau. Ja, Flora-Statue ist eine starke Attacke. Flora-Statue ist eine starke Attacke. Ich setze sie hier einmal ein. Und werde jetzt rüber gehen. Und du musst auf Erdbeben gehen, ne? Ja. Ein Eisbär soll dich leben. Okay, perfekt. Okay, und du gibst auf. Perfekt. Ja, den Schattenknochen hättest du respektieren müssen. Der macht nicht gerade wenig Schaden. Und Erdbeben hält Alola wohl nur noch zum Glück aus. Ja, so ist das Team echt cool. Macht echt Spaß mitzukämpfen. So, KVRST Style. Ich denke mal, Style soll das am Ende heißen. Meganie. So, ich gehe jetzt mal rüber. Ja, das ist in Ordnung, dass ich das Teil rauslocke. Das ist natürlich der Feind meines gesamten Teams hier. Schade, ich dachte, ich krieg die extra Attacke. I should have einmal. Okay, du gehst direkt auf Erdbeben. Perfekt. Ja, das kann nur ein Steinhagel eigentlich an sich sein, ne? Hoffe ich. Ah, ich zähle gar nicht mehr mit. Ja, das war so sau doof von mir. Ja. Sau dümmer geht's gerade echt nimmer. Ich hätte vorher die finstere Aura einsetzen sollen. Jetzt setze ich hier Schattenknochen ein. Aber der Kampf ist schon verloren. Machen wir uns nichts vor. So, ich habe ausgeholt. Deswegen schilde ich. Oh, das wäre so gewinnbar gewesen. Da ist noch ein Azuma da hinten. Ja, ich muss einsetzen. Ah.
Oh, macht das viel. Oh, macht das viel. Ja, das ist verloren. Ja, du brauchst nur auf Flora-Statue gehen. Habe ich selber vergeigt. Ich hätte eher auf die Finsteraura gehen sollen. Ich habe aber auch nicht mitgezählt, dass er dann schon wieder das zweite Erdbeben hatte, ne? Ja, jetzt heißt es konzentrieren. Jetzt heißt es Concentration. Aber die meisten spielen halt wirklich irgendwie Superliga, ist mir aufgefallen. So geht ein Invite-Ho. Oh, hoff. Oh, dir gönne ich eigentlich den Sieg gegen mich, ne? Ja, ich gehe hier in Knocker diesmal. Hallo? Hallo? Ich glaube, ich gehe auf Feuersturm. Ja, ich denke nicht, dass ich das gewinnen werde. Nidoqueen und. Okay, Feuersturm hat gesessen. Ah, du kannst runterfahren. Das ist nervig. Ich gehe hier rein. Ich darf hier nicht chillen. Okay, du gehst wenigstens auf Spuckball, das ist gut. Okay, danke. Danke für nichts. Okay, du gehst wenigstens gleich auf Erdkräfte. Ist das nochmal Erdkräfte? Nein, jetzt ist Gift dran, schade. Ja, das habe ich trotzdem verloren. Was? Okay. Spuppe. Au, ja. Ach so, du machst so viel Schaden. Okay, ja, okay, dann verstehe ich das. Ah, dann hast du das auch verdient gewonnen. Ja, Nidoqueen und Galar-Flunschlick ist schon mies. In einem Team. Also jetzt für dieses Alola-Team. Also, schade. Keine Pokémon-Belohnung. Aber ich zeig euch mal kurz mein Kaporigi. Da ist es. Und sogar ein 96er. Leider nicht mit 15 Angriff. Und das ist ein schlechtes. Und Voidwechsel Sturzflug. Man kann es ja schön mit Top-Lade-TM. Das sind die anderen drei Attacken: Donnerblitz, Zauberschein und Donner. Ich denke mal, mit Voidwechsel, Sturzflug und Zauberschein ist das Teilchen, glaube ich, am besten. Ja, aber für die Folge soll es das jetzt auch gewesen sein. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.